Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter hier in Maspalomas. Hier muss man einfach anhalten an der Charca. Bei diesen Spiegelungen hier, bei diesem morgendlichen Ambiente heute am 15. April 2022. Es ist 8 Uhr und 6 Minuten. Wir haben 14 Grad. Ja, und ich höre auch das Meer hier schon wieder rauschen. Und hier haben wir absolute Stille. Ja, schönen Sonnenaufgang, leider habe ich den nicht miterlebt. Gerade heute kein Wolken, doch man sieht ein Wolkenband. Also, ja, die Ruhe vor dem Sturm heute wird wohl einer der geschäftigsten Tage hier sein. Ja, wunderschön anzusehen hier die Spiegelung und absolut ruhig wieder unsere Charka. So, hier zeigt das Thermometer 18 Grad an, die aktuellen Daten. 7 Uhr 37 war der Sonnenaufgang, Untergang um 20 Uhr 27. Wind auffrischend bis 21 Stundenkilometer, Luftfeuchtigkeit 65%. Ja, ansonsten alles im grünen Bereich, ihr seht es selber. Und heute, wer möchte, 16 Uhr am Leuchtturm. Wer dazu kommen möchte, kann das gerne tun. Wir können da sprechen mit und ohne Kamera. Und ja, einfach erkennbar bin ich mit der Kamera in der Hand und das werdet ihr dann sehen. Und dann gibt es auch die Bilder vom Viktor, wenn jemand ein schönes Geschenk braucht, irgendein Mitbringsel, ein Original, dann kann er das da bekommen. Das ist unser kanarischer Maler, den wir ein bisschen unterstützen. So, und jetzt geht's hier Richtung Wasser. Mal schauen, was es Neues gibt. Das hört sich immer so komisch an, aber für die, die öfter hier sind, die Kleinigkeiten, Veränderungen. Zum Beispiel, ob es heute wieder oder noch Algen gibt. Ich sehe keine. Die hat die letzte Flut wieder mitgenommen. Algen in Anführungszeichen. Das waren nicht viele. So, wir drehen uns mal. Jetzt hier von den Bergen sieht man noch nicht viel. So, hier werden die ersten Liegen wieder reserviert. Ein normaler Vorgang. Hier Vögel, keine heute am Wasser. Das ist ein bisschen seltsam. Tja, die Spiegelung wieder richtig kräftig.
ja, die Frage immer wieder nach den Kiosken, wann diese Buden aufmachen, im Moment noch nichts bekannt. Und wann wieder wurde gefragt, 360 Grad Videos kommen, das ist in Vorbereitung. Das lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die Verarbeitung von diesen Videos dauert ja immer ein bisschen länger. Das macht zwar alles der Computer, aber so, und jetzt hier, was gibt es? Einmal eine Drehung. Ja, das ist doch ziemlich schräg, also es fehlt noch viel Sand hier. Wenn man das jetzt so sieht. Ja, der Blick in die Berge, das lässt wieder hoffen auf einen schönen, klaren Tag, weil die Umrisse man jetzt schon gut erkennen kann. So, und für mich geht es jetzt mal in diese Richtung hier. Für die es nicht wissen, da vorne die Spitze, die Kante, die Ecke, das ist die Punta de Maspalomas. Da geht dann der Strand von Maspalomas Richtung Playa de Ingles. Tja, und Horst und Susanne, die sind gestern hier gelaufen. Die habe ich hier getroffen gestern Morgen. 11 Kilometer. Die haben für die ganze Reise wieder zurück nach über Playa fast 3 Stunden gebraucht, also gemütlich gelaufen. Für den, der es nachmachen möchte, wenn man hier losgeht, oder die sind ja im Campo losgegangen, an Strand, hier Richtung Playa und wieder zurück. Man sollte 3 Stunden rechnen und ja, ein schöner Spaziergang. So, hier auf halbem Wege, ja, kommen ja doch schon ganz schön viele Menschen hier entgegen, wir laufen in die gleiche Richtung, ruhig das Meer heute. Ja, und die Farben, nein, da wird nichts verändert, die sind so. Ja, das hat was Beruhigendes jetzt hier zu gehen, zu laufen, zu wandern, wie auch immer jeder es möchte. Die Füße im Wasser. So, ich bin wieder angekommen hier an der Punta und ihr seht das mit den Wellen. Hier sieht man 3, 4 aufeinander folgende Wellen, sogar 5 jetzt. Also nicht schwimmen gehen, nicht baden gehen.
Ja, nur ein bisschen abfrischen, aber ansonsten hier bitte nicht ins Wasser. Gefährliche Strömungen und Unterströmungen. Und ihr seht selber, wie unruhig das Wasser hier ist, wie es brodelt. So, der Blick mal hier auf das Hotel Rio Palas Maspalomas. So, dann schwenken wir hier ein bisschen nach rechts. Da kommt dann das Hotel Santa Monica. Im Hintergrund dann Coca. Rechts daneben das Rio Hotel. Und dann auf der anderen Seite das IFA. Corona Roja. Europalas. Kommt dann später. Ja, und dann Richtung San Agustin. Alles ein bisschen diesig heute Morgen. So, und das war jetzt so ein kleiner Rundblick. Ich mache mich jetzt auch wieder auf den Rückweg. Und jetzt geht's wieder zurück. So, hier ist das Wasser wieder wesentlich ruhiger wie an der Punta. Ja, und der Blick hier auch in die Berge etwas klarer. Salobre. Dann Montagna La Data, weiter rechts, bis hin dann zum Monte Leon. Der Monte Leon, der befindet sich hier. Ja, beim Niedrigwasser hier kann man wunderbar laufen, aufpassen, immer ein paar Steine. Ich habe immer das Glück, ich treffe sie dann. Ja, heute Mittag am Leuchtturm 16 Uhr. Ich nehme an, da wird auch einiges los sein. Aber jeder, der möchte, findet auch sein ruhiges Plätzchen.
So, der Schwimmer war auch wieder da, aber er ist nicht sehr redselig. Ich habe ihn versucht anzusprechen, aber er hat nicht reagiert. So, hier ist das Wasser jetzt wieder ganz seicht. Hier kommen die Steine zum Vorschein. Und es fehlt noch ein bisschen an Sand. Hier ist es besonders auffällig, wie viel Sand hier fehlt. Hier ist die Schräge doch ziemlich stark hier. So, ich bin wieder zurück, wie ihr seht, am Ausgangspunkt. Die Uhrzeit ist 9 Uhr und 27 Minuten und es hat 22 Grad. So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann. Wer möchte, heute zur Realität oder dann morgen zum aktuellen Wettervideo, wo auch immer. Ich sage, hasta luego.